Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Sandmann. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob die letzten zwei Folgen auch Stummfilm sind. Ich befürchte aber schon. Wenn ja, entschuldigt das bitte. Werde ich gleich wohl mal checken und auch den Aufnahmetag heute beenden, weil ich noch einiges einstellen muss bei LS. Ja. Im Moment läuft es echt nicht gut bei mir. Ich vergesse mein Mikro anzumachen. Ne, erst schmiert LS ab. Fatal Error. Dann habe ich das soweit wieder gemacht, neu installiert und alles. Da waren natürlich die Speicherstände weg. Fand ich auch schon nicht gut, war aber soweit okay. Jetzt nehme ich zwei Folgen auf, oder habe schon zwei Folgen aufgenommen. Fällt mir bei der dritten Folge mal ein, dass mein Headset eventuell aus ist. Beziehungsweise, ich weiß nicht warum. Ich habe nachgeguckt, ob mein Headset aus ist. Ich weiß nicht warum. Mittelschwer die Krise. Ich habe mir jetzt die letzte halbe Stunde quasi einen abgequatscht. Völlig grundlos. Es war niemand oder ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören, da mein geliebtes Mikro aus war. Läuft soweit. Dass hier alles so eng sein muss. Also nee, wenn es so weitergeht, ey, ist das, nee. Ich glaube, wenn das so weiter dreht, geht, dreh ich noch ein Rädchen. Steuerung muss ich auch noch einstellen. Einmal runter auf 4 Meter. Noch ein bisschen rüber. Also seht, Cosplay habe ich aktiv. Fällt mir gerade was ein. Okay, man kann die letzten Schare tatsächlich einklappen. Zwei letzten Äußeren. Das habe ich ehrlich gesagt nie gewusst.
Naja, naja, naja. Habe ich doch im Waldboden angesetzt. Naja, passiert. Naja, aber so die letzte Zeit ist echt nicht so meine Zeit. Ist wirklich nicht so meine Zeit. Letzten Tage waren schon nicht meins. Warum sollte es heute weitergehen? Besser sein. Aber naja, macht man halt nichts dran, ne? Leider Gottes zumindest. Wäre zwar schöner, wenn man da was dran ändern könnte, aber. Naja. Volljahrs. Immer Volljahrs. Ich meine, gut, der New Holland ist ein kleiner Spritfresser. Das wurde mir schon mehrere Male bestätigt. Sind wir in der Ecke hier durch? Können wir hier das Vorgewende wegfahren? Einmal bis hinten. Holperdi, holperdi, bolper. Ja, ich muss ja wirklich sagen, an für sich ist die Lousberg eine schöne Map. Eine kleine, schöne Map. Das Vorgewende noch ein bisschen schön stehen. Beim Grubbern. Also ich muss sagen, der Case Drescher, der hat einen ziemlich großen Korntank. Dafür, dass er so klein ist. Könnte auch am Schneidwerk liegen. Schneidwerk in Relevanz zu Korntank. Ich hatte dich gesehen.
Attacke. Hin und her und her und hin. Ich habe eigentlich gedacht, in dieser Folge wird der wenigstens mal voll und ich kann das mal zeigen, dass man mit Curseplay die Ernte auch vollautomatisch laufen lassen kann. Voraussetzung dafür ist, dass er voll wird. Und diese Voraussetzung erfüllt er im Moment nicht. Jetzt bei 80%. Ja, gut. Dann könnte es passieren, dass die Folge mit Stimme endlich mal, oder dass die Folge mit Stimme etwas länger wird, da die Stimme ja endlich da ist. Das hätte mir eigentlich früher auffallen müssen. Definitiv. Hätte mir das früher auffallen müssen. Aber naja, ist es nicht. Ich weiß nicht, wieso es mir nicht früher aufgefallen ist, aber es ist mir halt nicht früher aufgefallen. Cooltimer L300. Aber ich muss sagen, wir grubbern uns hier ziemlich flott voran. Bin fast irritiert von der Geschwindigkeit. Und den Vorwärtsgang reinkloppen. 90%. Komm, du kleiner Spritfresser. Schön weiterfahren. Aber dann werde ich den GPS, also den Curseplay-Kurs für den Abfahrer, denke ich mal, nochmal ändern müssen. Wenn der echt nicht ins Lager reinkommt. Wenn der zu dumm dafür ist, ins Lager zu fahren. Aber gut, dann ist ja kein Akt. Das ist echt kein großes Problem. Ach, der ist schon bei seinen Rauf- und Runterbahnen. Da wird hier auch nicht viel runterkommen. Also ich tue jetzt gar nichts. Ich habe beide Hände weg von der Tastatur. Ich hoffe, er kommt noch zum Drehen. Ah, Mist, verdammt.
Ja gut, das ist dann halt, wenn man die Fruchtzerstörung drin hat. Dann passieren halt Sachen. Obwohl ich eine ganz andere Befürchtung habe, dass sich das hier gleich verrennt. Also dass der Mähdrescher dem Schlepper im Weg steht und dass der Schlepper dem Mähdrescher im Weg steht. Aber ansonsten, ihr seht, der fährt schön sachte runter. Normalerweise fertig ist mit Abbunkern und der Mähdrescher weiterfährt, fährt der Schlepper erst auf Seite. Beziehungsweise den Schlepper fährt er auf Seite. Was war das denn jetzt? Habe ich doch. Ne, hatte ich nicht. Anhalten während des Abladens. Sollte man anmachen. Ja, genau, hier ist er rein. Ich würde sagen, hier ist er reingefahren. Schön ist ja mit den Treppen hier, dass die Leitern auch halbwegs gut funktionieren. Ja, der Mähdrescher ist leer. Achso, so machen die zwei das dann. Peace International. Also seht, und so kann ich die komplette Ernte laufen lassen. Ja, aber ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, euer Sandmann. Ciao.